Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer Folge von Let's Play Transport Fever. Ja, das ist tatsächlich eine ganz besondere Folge, weil es ist die letzte Folge, die ich heute an diesem Tag hier aufnehme, weil jetzt muss ich es schon noch kurz erzählen, dieser Samstag, den 10. Dezember, wo ich hier gerade am Aufnehmen bin. Bin ich ja über Weihnachten im Urlaub. Das ist natürlich so ein bisschen blöd als YouTuber allgemein, weil irgendwann jetzt diese zwei Videos pro Tag rauszuhauen, dann haben wir natürlich schon so ein bisschen das Problem der Vorproduktion, gerade wenn eigentlich im Schnitt auch pro Tag so zwei bis drei Mal vielleicht aufnehmen kann. Hatte ich heute am Samstag mal Zeit, da habe ich mir gedacht, ja hey, machst du mal ein bisschen was. Habe jetzt schon 10 Folgen Factorio heute aufgenommen und das ist tatsächlich die 10. Folge Transport Fever. Wird dann richtig geil, das Ganze noch zu rendern, hochzuladen und alles. Aber das ist natürlich dann dafür da, dass ihr dann eben über Weihnachten Videos habt. Also dieses Video wird dann noch kommen, wo ich zwar noch zu Hause bin, aber in der Zeit, wo ich dann noch zu Hause bin, kann ich dann noch Videos aufnehmen dann für den Urlaub dann. Ja, also gut. Heute in Folge möchte ich. Ah, das S-Bahn-Netz ist natürlich immer so eine Sache. Dieses S-Bahn-Netz, ja, ich habe das jetzt. Ich wollte es eigentlich heute anfangen irgendwann, aber oh, 10 Folgen habe ich jetzt hier irgendwas gemacht. Weiß nicht mehr wirklich, wie was ich heute alles gemacht habe, aber S-Bahn? Nee. Wir können natürlich das heute anfangen, das S-Bahn-Netz. Das wäre halt eine Option, das jetzt anzufangen, ne? Die Frage ist, ob wir das aber machen soll. Ich würde sagen, nein. Um ganz ehrlich zu sein, nein. Hier würde mir jetzt nochmal so ein bisschen durch die einzelnen Ortschaften immer durchgehen hier oben. Das können wir mal anschauen. Ich sehe auf jeden Fall, hier warten überall Milliarden Leute und deswegen muss ich hier überall mal ein bisschen vorbeigucken. Wir fangen mal an mit Evesham. Ich denke mir so gerade, hey, ich muss auch Visible Only umstellen. Was ist das? Nein. Es ist einfach hier alles voll mit Linien. Also Evesham 1 macht tatsächlich noch ganz gut Geld. Fährt hier. Wir fallen noch in Evesham 2 rein. So, wir fahren die mit Evesham 1 überhaupt. Ach, ein bisschen, dann drehen die einfach hier so um, alles klar. Hier müssen wir auf jeden Fall das komplette Linienkonzept überarbeiten in Evesham. Das heißt, wir müssen erstmal Evesham 1 erweitern ein bisschen. Das heißt, Evesham 1 wird bis nach hinten durchgehen erstmal. Das ist einfach eine wichtige Sache, weil man kann zwar hier natürlich jetzt neue Sachen bauen, neue Sachen bauen, neue Sachen bauen, aber wir müssen auch die alten Sachen ein bisschen wenigstens pflegen. Weil sonst haben wir das Problem, dass hier eben. So können wir halt wieder mehr Leute hier erreichen mit den Linien und sonst haben wir halt einfach halt wieder das Problem. Mir die kleine Route hier nur, ne? Also, 3 muss nochmal weg. Und dann auch mal weg. Dann adden wir jetzt nochmal ein paar Stations, weil es geht bis dahin, das heißt dahin noch. Noch da raus, und dann nochmal hier runter. Nochmal dahin, gut. Evesham Bus Tram Station Nummer 2. Das ist eine richtig geile Haltestellenname, ich weiß. Also ich finde, das ist echt die Top-Sache. Ist hier hinten auch so einen komischen Namen? Nö, einen coolen Namen. Gut. Ich verbinde jetzt hier noch ein bisschen Sachen, einfach weil es so satisfying ist. Das hier auch noch. So. Okay. Entwickelt sich doch draußen am Meer so ein bisschen. Gut, ich habe jetzt mal den Plan für noch eine Linie entwickelt und zwar von hinten bis hier vorne hin. Okay, das ist natürlich eine ein bisschen größere Linie, aber das jetzt hier, also eine sehr große Linie, aber das. So ein bisschen außenrum hier gehen. Hier durch. Hier runter.
Dann geht die da rein und dann hier nochmal außen rum, dann dort rein und von da aus geht dann hier durch. Dann hier ein bisschen mehr durch die Mitte und dann hier im Stadtzentrum hält er nochmal an, geht jetzt hier so ein bisschen Seitenstraßen in den Lange raus. Es ist also eine sehr, sehr lange Linie und auch da wird es halt hoffentlich aber immer auch ein bisschen dann viel bringen, ne? S3 macht Minus. Ah, jetzt nicht mehr. Gut. Der S3 ist jetzt auch schon ein etwas älterer Zug, ne? Naja, gut. 74 fucking Jahre. Gut, dann kümmern wir uns gleich um die S3. Was Jam Station Nummer 3, Alter, diese Namen, ne, das ist schon. Wir haben jetzt eigentlich gerade übrigens eine Rundlinie gebaut, das ist das, was ich überhaupt nicht mag, aber wir machen jetzt daraus einfach zwei Linien. Und dann passt das. Das Problem mit solchen Rundlinien ist halt, dass die eben nur in eine Richtung funktionieren. Und deswegen mag ich nicht. Schon 2. Das wäre jetzt eine ultra krasse Linie. Das sind schon 12 Stationen jetzt hier. Ne? Das ist schon so schon ziemlich groß. Gut, dann nochmal eine neue Linie. So, dann hier lang. Dann hier lang. Lang. Da rein wieder zurück. Das ist auch eine größere Linie nochmal. Schon 3. Und die kriegen jetzt alle noch ein paar Busse drauf. Da geht es auch mal ein bisschen nicht so sparsam um. Wir nehmen dafür aber hier auch dann die kleineren Busse, sage ich jetzt mal. Sollten eigentlich reichen. Schon 2. Schon 3. Gut, dann haben wir ein bisschen bessere Linienabdeckung. Weil aktuell fahren 12% hier mit den Linien mit. Das ist natürlich so nix fast. Gut, also kommen wir jetzt nochmal um die S3. Was ist das hier eigentlich? Gut. Ich habe nirgendwo gesehen, wie die produziert werden, aber juckt mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Überall wird das hier gerade wieder gebaut, wie ich sehen kann. Das ist natürlich jetzt sehr gutes Gefällt anscheinend. Wir brauchen hier vielleicht noch ein paar mehr M1 auf der Linie hier. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, der macht zwar so ein bisschen Plus zwar, aber die nehmen halt hier nichts mit alle oder die. Das bringt ja nicht so viel. Die machen sich alle voll zwar, aber da lagern so viele Sachen da drin, das macht keinen Unterschied. Die nehmen einfach nichts mit so gesehen. What the fuck? Wieso können die überhaupt nur 26 Dinge auf dem Diener drauf lagern? Alter, das ist. Ich dachte, da gibt es ein Limit. Jawohl, das ist ja nochmal so ein Ding hier. Das ist vielleicht so ein Teil, was halt ultra viel hat, aber ich weiß auch nicht mehr. Das kommt schon fast ein bisschen viel vor. Naja. S3. Du bist das Problem, Kind jetzt. Also die Construction Material Plant ist auch so ein bisschen das Problem, Kind. Never mind. Nonetheless. Wir müssen jetzt die S3 suchen gehen. Beziehungsweise machen das einfach über den Ersatz, weil why not? So, der kriegt einfach jetzt auch mein TGV drauf. Hier ging jetzt einfach ein TGV, weil ich jetzt aber zu faul bin dazu. Das wäre einen guten Zug auszudenken und so ein TGV, damit kann man nichts falsch machen, ne? Gerade wenn man hier in Richtung 2 Milliarden langsam geht und rund 50 Millionen macht pro Jahr, ist ja.
Peanuts und TGV, ne? Das ist. Der wird ja sowieso nur alle paar Jahrzehnte mal ausgetauscht und dann ist es ja. Peanuts. Das weißt du der Meinung, ich hätte da mal genügend MANs drauf geschissen auf die Linie, aber irgendwie halt nicht. So, jetzt kommen noch mal ein paar auf. Ich will mal diesen einen krassen Konferen da wegkam eigentlich. Kommt schon immer Zug an. Ja, der wird immer zurück. Ach, der nicht so. Aber das ist kein krasser Container, sondern die anderen krassen Container wahrscheinlich, ja. Aber die sind aber schon mal leer gepumpt. Oh Scheiße, jetzt kommt wahrscheinlich der nächste Zug wieder an, ne? Ja, so krass war es tatsächlich auch ehrlich gesagt nicht, aber es hat mir dazu gekannt, was er macht, oder? 80,5 Millionen mal diese Scheißzüge, ne? Als ob. Ja, weil er auch noch auf dem Rückweg immer noch das Brot hier mitnimmt, und damit machen die, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Geld extra. Aber der hier oben, der, dem geht's gut. Train 1. Burn Güter. Sind so Züge, die habe ich heute gefühlt erst gebaut. Ich glaube, den habe ich heute erst gebaut, Burn, oder? Nee. Burner, ich glaube, diese Leute überhaupt erst gebaut. Keine Ahnung. Was da drauf steht auf Burngüter aktuell. Okay. Dann machen wir den auch einfach so als Linienersatz. Nur mit einem blauen vorne dran, weil die sind stärker. 1, 2. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Yes. So. Nächsten Linienersatz festgelegt. Wir brauchen mehr Stahl und noch mehr Planken. Ja, mehr Stahlplatten. Und hier muss man ein bisschen was gleich mitgenommen werden. Das war der falsche Zug. Ist hier gerade liegt. Ist Leute, ist hier gerade irgendwas im Argen oder? Nein, 20 Millionen. Läuft hier gerade irgendwas nicht gescheit oder? Ne, da kommt ein Zug. Da kommt der nächste Zug direkt hinterher. Da kommt auch noch einer hinterher, also die scheinen so ein bisschen außerhalb des Taktes zu liegen, aber. Oh ja, da kommen auch gleich mal zwei Züge gleichzeitig hier an, ne? Ja, passt schon, ne? Passt schon. Da kommt gleich der nächste Zug hier eingefahren. Alter, das geht ja ab in diesem fucking Bahnhof, ne? Was ist das für ein Live? Also natürlich interessant hier zu sehen, wie viele Ressourcen hier so umgeschlagen werden. Also mehrere tausend auf jeden Fall, also über tausend. Jedenfalls werden tausende, über tausend unloaded, sind auf jeden Fall mehr ausgeladen als eingeladen mittlerweile. Das ist schon interessant zu wissen, ne? Jetzt kommt der hier, der macht dann hier drüben noch ein bisschen leer und dann passt es eigentlich auch wieder. Da kommt wieder dieser Stahlzug hier angefahren, Alter, das ist schon. Geht schon nicht schlecht hier ab, ne? Gut, hier sieht es jetzt ja auch vorne aus mit dem Stahl. Alter, das geht schon langsam über 1000. Jo, wahrscheinlich. Oder Kohle fehlt immer noch, ne? Also. Ich weiß nicht, wie ich es noch hier machen soll. Weil Stahl wird langsam zu wenig, ne? Okay, ich bin nicht schuld. Das Ding holt nicht genug Kohle. Alles klar, ist mir jetzt. Der Rest ist mir egal. Hauptsache, ich bin nicht daran schuld. Gut, jetzt gucken wir noch hier unten bei Eve schon wieder vorbei, wie es jetzt hier aussieht. Ob wir sie schon mal eine höhere Minenabdeckung bekommen. Hier Stadt. Je nach Population jetzt einfach mal. Eve Schirm auf Platz 3, gut.
19% benutzen schon mal nie, das ist ja schon mal was, ne? Das ist schon mal eine Steigerung auf jeden Fall. Was läuft hier eigentlich gerade schief, oder wie man fragen darf? Was für eine Linie ist das, die da durchläuft? Das ist Evesham Food, okay. So, wir fahren jetzt erstmal alle in die falsche Richtung natürlich. Ah, ne, wir haben uns auch schon mal gekümmert, dann läuft das halt auch wieder ein bisschen besser vielleicht. Okay, nehmen wir uns mal die nächste Stadt vor, würde ich mal sagen. Barrow in Furness vielleicht. Gucken wir da kurz vorbei. Ja, die Linie, die durchläuft, ist natürlich jetzt ziemlich lächerlich, ne? Aber ich glaube, das sollte noch reichen, soweit ich denke, da gibt es noch Städte mit mehr Handlungsbedarf. Was Handlungsbedarf? Wie sehe ich aus mit dem Wachstum allgemein für die Bevölkerung und allem? Es wird alles weniger. Warum wird es weniger? Es kommt hier sogar Brot schon an. Also das geht hier über 20 Ecken bisher her, so habe ich das Gefühl. Dank dem hohen Takt ist das aber auch möglich. Wo bleiben die Züge? Da kommt Zug. Da kommt noch ein Zug und da war da noch ein Zug. Also die sind gerade alle hier oben unterwegs. Kriegen die aber eigentlich alles weg, was hier oben so ist auf die Furnace-Güterlinie? Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt auch keinen Bock, hier noch so einen Zug drauf zu jagen, ne? Muss Zug hier drauf jagen, also. Ich habe gleich noch einen zweiten drauf von der Sorte, ne? Also. Why not, ne? Ist ja hier so ein schöner Zug. Auch schön, dass ich immer wieder einen Zug anfangen will, nur weil man eine neue Lok kauft. Noch ein paar Loks. 320 ist der, glaube ich, hier lang. Ja, dann machen wir es auch auf 320. Ah, ich will es loswerden. Ich kann es nicht loswerden. Bei Trains. Auch weil er es jetzt zugemacht hat, weil ich jetzt hier rausgeklickt habe, aber. Logs. Schon zu viel, gut. Dann fahr auf deine Holzlinie. Der andere kommt jetzt ja auch gerade, okay, aber. Soll er machen, ne? Der dürfte jetzt hier nicht weiterfahren. Weil wenn er jetzt hier weiterfährt, haben wir ein Problem. Aber ich denke nicht, dass er das macht. Ich hoffe es nicht, sag's mal so. Der macht's auch nicht. Das ist natürlich eine sehr, sehr geile Angelegenheit so. So, und jetzt ist immer noch kein Kreuz für den da. Der besteht jetzt auch noch voll. Das kann ich mir schon vorstellen. Gut, nicht ganz voll, aber naja. Hier waren natürlich dementsprechend noch einige Planken. Bis da kann nochmal ein neuer Zug auf die Plankenlinie drauf. Wo bin ich? Hier bin ich, okay. Ein neuer Zug auf die Plankenlinie. Muss ich mir natürlich mal ganz kurz einen Überblick verschaffen, was hier drauf fährt, gerade auf der Plankenlinie. Gut, so eine grüne Lok und 12 mal Loks. Grüne Lok und 12 mal Loks. Das sind diese Planks. Leck. Eine Dreiviertel Milliarde damit schon. Alter, das ist krank. Wir bauen jetzt aber auch eine blaue Lok drauf, weil die sind noch schneller. Ist vielleicht nicht so klug, aber 13 habe ich glaube ich gesagt. Ich zähle es jetzt sowieso nicht mit. Also bisher 240 erreicht sind, also ein weniger noch und dann auf die Planken. Hier kann man da schon kurz vorbeigeschossen.
Hier kann es theoretisch schon Probleme geben, aber ich denke auch nicht, dass es Probleme geben wird. Es ist halt ein bisschen weiter weg zwar, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das jetzt, weil es jetzt auch kein Signal oder sowas ist, halt wird das, denke ich mal, funktionieren. Jetzt kann wieder der da reingegrätscht, das heißt, der fährt jetzt hier noch weniger gleich los. Das können wir jetzt theoretisch auch noch so weit auseinanderziehen, weil wir haben jetzt schon wieder die neuen Anschlüsse mit hin, ne? Dass wir das jetzt auch nochmal extra machen, dass er jetzt nochmal das wieder auseinandergezogen wird alles. Aber definitiv nicht heute, nicht in dieser Folge. Und der wartet dort schön. Ah, ist schön. Bis zur nächsten Folge, Leute. Macht's gut. Stay tuned. Euer Lukas.